auch in einer kurzen Infoschalte heute beraten und werden der Fraktion empfehlen, diesem Vorschlag des Bundeskanzlers zu folgen, auch wenn wir wissen, dass in der Sache das AKW Emsland fachlich nicht notwendig ist. Wir hatten uns inhaltlich als Fraktion, auch als Partei, für eine Einsatzreserve der zwei AKWs Isar 2 und Neckarwestheim ausgesprochen, aber werden eben der Fraktion dafür werben, dem Vorschlag zu folgen. Damit ist jetzt sichergestellt und auch nochmal von Olaf Scholz als Person klar gemacht, dass der Atomausstieg längstens bis zum 15.04. dann faktisch komplett zu Ende ist. Der Atomausstieg ist mit dem Datum sicher und es werden keine neuen Brennelemente angeschafft. Das ist gut und wichtig, denn dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Debatten, wie die Frage der Versorgungssicherheit, der Netzstabilität, des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Energieeinsparung und der Effizienz erfolgen kann. Ein zweites Thema, was uns in dieser Woche sicher beschäftigen wird, ist die dramatische Lage im Iran. Sehr viele Frauen, Mädchen, Männer, Teile der Zivilgesellschaft kämpfen dort und ringen um Freiheit und Demokratie, sind brutalsten Verletzungen, Gewalt durch die sogenannte Sittenpolizei ausgesetzt, in einer ganz gefährlichen Situation durch ihre Demonstrationen für mehr Freiheit, für Menschenrechte, für Frauenrechte. Und wir denken an sie und fühlen mit ihnen, und sind sehr besorgt über diese Entwicklung. Die Gewalt gegen Demonstrierende, die Inhaftierung und die furchtbaren Menschenrechtsverletzungen müssen gestoppt werden. Und wir sind deshalb froh, dass auf europäischer Ebene beraten wurde, Sanktionen gegen den Iran und Personen dort übereinzukommen, diese zu veranlassen. Das ist ein wichtiges Signal, ein wichtiger Schritt, der deutlich macht, dass wir als Land, aber auch in der europäischen Gemeinschaft diese Gewalt, diese Brutalität, die dort stattfindet, gegen Menschen, die einfach nur ihre Menschenrechte, ihre Freiheit, ihre Selbstbestimmung wahrnehmen wollen, so angegriffen und auf brutale Weise in Frage gestellt wird. Ein drittes Thema, was uns in dieser Woche beschäftigt, ist das Bundesaufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan. MenschenrechtsaktivistInnen, RichterInnen, JournalistInnen, viele weitere Menschen sind nun mit diesem Bundesaufnahmeprogramm, was vereinbart wurde, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sie zu uns kommen können, dass sie aus dem Land herausgeholt werden. Und das ist wichtig, dass wir uns darauf verständigt haben. Denn die Lage in Afghanistan ist dramatisch und erschreckend im Hinblick auf die Menschenrechtssituation und die Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere auch für Frauen und Mädchen, für diejenigen, die sich engagieren, wie JournalistInnen und andere Frauenrechtlerinnen. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind und dieses Bundesaufnahmeprogramm auf den Weg bringen. Darüber hinaus haben wir mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der seine Arbeit aufgenommen hat, das Versprechen angefangen einzulösen, dass wir die Evakuierungssituation, diese chaotische Evakuierungsmission aufarbeiten und all das, was dort passiert ist, auch die Verantwortlichkeiten hier im Land, in der Bundesregierung der letzten Wahlperiode dazu klären und aufarbeiten. Das haben wir den Menschen in Afghanistan, das haben wir den vielen Menschenrechtlerinnen, die sich engagieren für die Lebenssituation in Afghanistan, den afghanischen Ortskräften versprochen und da haben wir unsere Arbeit aufgenommen. Ebenso hat die Enquete-Kommission zu Afghanistan ihre Arbeit jetzt aufgenommen.
Klar ist, dass wir uns dort mit dem 20-jährigen Afghanistan-Einsatz beschäftigen werden, um auch aus diesem Einsatz Lehren zu schließen für künftige Mandate und Einsätze der Bundeswehr, auch zivilgesellschaftlicher Organisationen und Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Soweit von mir. Vielen Dank. So, genau, hier war die erste Frage. AKW-Frage eine einsame Entscheidung oder war sie das Ergebnis von Verhandlungen? Wenn es Verhandlungen gab, waren Sie darin eingebunden oder sind Sie vorab informiert worden? Wir haben dazu keine Verhandlungen geführt. Es ist keine Einigung. Olaf Scholz hat als Kanzler im Rahmen der Richtlinienkompetenz diese Entscheidung getroffen. Die Haltung der Grünen Bundestagsfraktion und die der Partei, die am Wochenende ja noch mal intensiv darüber diskutiert hat beim Bundesparteitag, war sehr klar und eindeutig. Wir haben uns für eine sogenannte Einsatzreserve der beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim ausgesprochen und klargestellt, dass es keine längeren Laufzeiten geben darf, dass keine neuen Brennelemente angeschafft werden und damit jeder Spekulation über die Frage, ob wir erneut den Ausstieg aus dem beschlossenen Atomausstieg wagen, eine Absage erteilt. Das ist unsere Haltung. Die war sehr gestützt durch die Partei und auch durch die Fraktion. Mit dieser Entscheidung, das AKW Emsland jetzt in diesen Leistungsbetrieb zu nehmen, sind wir konfrontiert mit einer Entscheidung des Bundeskanzlers. Waren Sie denn vorab informiert über die andere Frage? Unsere Ministerinnen haben ja deutlich gemacht, dass sie informiert worden sind. Und so haben wir gestern Abend in einer Fraktionsschalte dann auch unsere Fraktion informiert und werden heute sicher darüber in der Fraktion in Ruhe uns austauschen können. Genau, hier waren die nächsten Fragen. Mein Stand ist, dass gerade geklärt wird in der Bundesregierung, wie ein Gesetzentwurf aussehen wird, der dann durch die Bundesregierung dem Parlament praktisch zugeleitet wird. Und das Zweite, wir werden natürlich eine intensive Aussprache haben heute in der Fraktion, weil das Thema beschäftigt uns seit Wochen. Und wir werden dafür werben, weil klar ist, dass auch bei einer unterschiedlichen Auffassung in der Sache wir an dem Punkt zur Kenntnis nehmen, dass die Richtlinienkompetenz existiert, die MinisterInnen angewiesen sind und wir aufgrund dieses Vorgangs jetzt sagen, wir werben dafür, dass wir die Kontroverse, die besteht, abschließen können und uns anderen auch relevanten Fragen der Versorgungssicherheit, der Energiesicherheit, der Frage der sozialen Abfederung von Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger, der Unterstützung für Wirtschaft und Handwerk widmen. Und das werden wir sicher intensiv diskutieren. Herr Decker, noch dran? Ah, ja. Ist denn die Ausübung der Richtlinienkompetenz liegt beim Bundeskanzler. Ob es das geeignete Stilmittel ist eines kooperativen Zusammenarbeitens, davon macht man sicherlich nicht oft Gebrauch. Ich konnte mich ehrlich gesagt spontan nicht erinnern, wann das letzte Mal die Richtlinienkompetenz in Anspruch genommen wurde. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, durch die Verhärtung der Positionen in den letzten Wochen, dass auch ja, die Bedeutung, sich an dieser Stelle zu verständigen, wichtig und relevant war.
Und mit der Ausübung der Richtlinienkompetenz hat jetzt auch Olaf Scholz deutlich gemacht, dass er zum Atomausstieg steht, für den 15.04. längstens, und dass auch er die Haltung vertritt, so wie wir Grüne schon lange, dass es keine neuen Brennstäbe geben wird. Bitte. Ich habe auch zwei Fragen, wenn ich darf. Einmal, man hört ja viele entsetzte Stimmen aus der Fraktion. Mit wie viel Gegenwind rechnen Sie denn? Und die zweite, wie können Sie denn so sicher sein, dass Anfang des Jahres die FDP und die Union werden diese Debatte ja weiter fortführen, das ganze Ding nicht nochmal aufgemacht wird? Die Diskussion in der Fraktion werden wir in Ruhe führen. Und in der Tat, das hat man sicherlich auch am Freitagabend bei der Parteitagsdiskussion gesehen, wird es auch kritische Stimmen geben. Denn die fachliche Notwendigkeit für das AKW Emsland leitet sich aus unserer Sicht auch nicht aus dem Stresstest ab. Und wir hören ja auch aus Niedersachsen vom SPD-Umweltminister, dass er keine fachliche Notwendigkeit für das AKW Emsland sieht. So, deshalb wird es kritische Stimmen geben. Es gab viele, die gesagt haben, diese Einsatzreserve und der Vorschlag des Fachministers Habeck ist die Kompromisslinie. Aber wir alle haben ja in den letzten Wochen wahrgenommen, welche Diskussionen öffentlich stattgefunden haben, wie sich die FDP mit ihren Forderungen von Laufzeiten bis 2024 oder darüber hinaus oder der Nutzung mehrerer Atomkraftwerke positioniert hat. Und wir fanden, dass unser Vorschlag hier, den wir unterstützt haben, den der Fachminister Habeck gemacht hat, nach der Vorlage des Stresstestes ein guter Kompromiss gewesen wäre. Aber durch diese Never-Ending-Story, also diesen Streit, der unauflöslich schien, und die Richtlinienkompetenz des Kanzlers, müssen wir uns ja jetzt inhaltlich und fachlich damit beschäftigen, wie wir damit umgehen. Und deshalb habe ich klar gesagt, wir werden empfehlen, dass wir dem Vorschlag folgen, auch wenn die fachliche Notwendigkeit für das AKW Emsland aus unserer Sicht nicht plausibel ableitbar ist. Und das sehen ja auch die Grünen und die SPD in Niedersachsen so, zumindest der zuständige Minister der SPD. Und ich glaube, am Ende wird es so sein, dass wir das mehrheitlich tragen. Die zweite Frage, dass das nicht sofort aufgemacht wird? Ja, also ich bin froh. Unsere Position ist sowieso klar, was den Atomausstieg angeht und was keine neuen Brennelemente angeht. Und hier hat sich jetzt durch die Ausübung seiner Richtlinienkompetenz und seiner Erklärung gestern auch der Kanzler noch klar festgelegt, längstens bis zum 15.04. und keine neuen Brennstäbe. Und ich denke, das ist für alle anderen, die diese Diskussion führen, auch ein Gebot der Vernunft, sich daran dann zu orientieren und auf andere Dinge zu konzentrieren. Martin Polanski, ARD Hauptstadtstudio. Oder wolltest du? Also, ja, es stehen, es waren sehr viele Fragen um. Jeder kommt dran. Das ist okay. Also. Zwei Fragen. Zum einen jetzt zum Zeitplan. Gehen Sie denn davon aus, dass Sie Ihren Anteil dazu leisten werden, dass das jetzt noch diese Woche durch den Bundestag gehen kann? Und das Zweite ist, rechnen Sie jetzt mit einem Reservebetrieb jetzt von Emsland oder mit einem tatsächlichen Leistungsbetrieb, also dass das AKW weiterfährt? Wir werden das heute Vormittag oder im Laufe des Tages sicherlich klären und hoffentlich die entsprechenden Informationen aus der Bundesregierung bis zur Fraktionssitzung haben. Ich gehe im Moment davon aus, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen wird und dass wir dann über die Frage des Zeitablaufes konkret heute Nachmittag sprechen können und uns die Eckdaten dafür vorliegen. Wichtig ist ja, dass der Rahmen, der gesetzt war, auch schon durch die Gespräche
des Bundeswirtschaftsministeriums mit den Betreibern und die notwendigen Entscheidungen in diesem Zeitrahmen gefasst werden können. Ich kann Ihnen den genauen Zeitablauf für das Gesetzgebungsverfahren jetzt zur Stunde noch nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass sich das im Laufe des Tages klärt und die Bundesregierung bis dahin alle Voraussetzungen dafür getroffen hat, zu klären, wie ein Gesetzentwurf bis wann, in welchen Fristen beraten werden kann. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage, wenn ich beantworte, die würde mich auch interessieren. Ist das die Vorbereitung für einen Streckbetrieb oder für einen Reservebetrieb? Olaf Scholz hat gestern in seiner Erklärung deutlich gemacht, dass er von einem Leistungsbetrieb ausgeht. Ich deute das so, dass das ein Streckbetrieb sein kann oder eine Einsatzreserve. Auch das wird sicher heute noch geklärt. Ich wüsste gerne, wie weit diese Frage der Brennelemente, wird das schriftlich fixiert? Weil es heißt ja, dass in Emsland zum Beispiel gar nicht mehr genug an Brennelementen da ist, um das bis April nächsten Jahres überhaupt laufen zu lassen. Wie konkret ist das? Und was heißt diese gestrige Entscheidung für die künftige Zusammenarbeit in der Ampel? Also ich gehe davon aus, und das nehme ich sehr ernst, dass der Kanzler mit der Ankündigung der Richtlinienkompetenzausübung an die MinisterInnen des Bundeskabinetts verbunden hat, die Aussage, dass die Atomkraftwerke damit längstens bis zum 15.04. laufen und dass keine neuen Brennstäbe gekauft werden. Das heißt dann auch keine. Und das AKW Emsland in der Tat, so ist auch mein Informationsstand, dass die Brennelemente bis vielleicht Februar noch möglich sind oder wirken. Aber das genaue Datum kann ich Ihnen nicht nennen. Aber das war mein Stand, mein Informationsstand in den letzten Wochen, dass man von Januar, Februar ausgegangen ist. Stimmung in der Koalition? Weitere Zusammenarbeit? Ja, ich hoffe, dass die in Zukunft sich an so gravierenden Themen wie diesem, auch sehr wichtigen und relevanten Thema, nicht erneut so verhakt und öffentlich sich so zuspitzt. Wir haben sehr viele Projekte innerhalb der Koalition, die wir uns vorgenommen haben innerhalb der Ampel. Wir haben eine sehr schwierige Situation durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine mit all seinen Auswirkungen der Versorgungssicherheit, der Energiekrise hier im Land, der Frage der sozialen Ängste von Menschen, was Abstieg und Armut angeht. Und da steht zuallervorderst im Zentrum und in unserer Aufgabe, dafür Lösungen zu finden und sich nicht wochenlang zu streiten über in der Tat für uns sehr relevante Fragen des Ausstiegs aus der Atomenergie. Der ist unumkehrbar und das ist auch mit der Ankündigung des Kanzlers noch mal sehr deutlich geworden. Und das ist bei aller Schwierigkeit das Signal, was auch sehr wichtig ist. So, Sie waren als nächstes, genau. Uli Haug, ARD Hauptstadtstudio. Noch mal eine Frage zu den Abläufen. Die Kollegin hat es ja auch gefragt, was eine Blockade möglicherweise angeht, indem Sie eben diese Formulierungshilfen nicht verabschieden. Wollen Sie als grüne Fraktion, dass das parlamentarische Verfahren, also sprich Bundestagslesung, in dieser Woche noch startet und man dann bis Ende Oktober Bundestag und Bundesrat damit befasst hat und das Ganze durch ist? Oder kann es sein, dass es durchaus noch bis in den November sich reinzieht? Wir haben als Bundestagsfraktion in der Sache, die Frage zu beantworten und zu bewerten. Und da wird es sicher Unterstützung und Kritik geben. Wir werden dafür werben, sich diesem Vorschlag anzuschließen. Ich habe keine Veranlassung, über ein zeitliches Verfahren irgendeine Verzögerung zu erreichen. Und ich gehe davon aus, dass nach der Ankündigung gestern die Bundesregierung heute sagen wird, was sie beabsichtigt, was das Gesetzgebungsverfahren angeht. Und da Sie gerade von Formulierungshilfe gesprochen haben, ich gehe zum jetzigen Stand davon aus, dass es ein Gesetzentwurf der Bundesregierung wird.
Genau. Noch nicht. Genau, es sind sehr, sehr viele Wortmeldungen. Es wird jeder drankommen. Ich bitte auch um Verzeihung, falls ich die Reihenfolge durcheinander bringe. Aber ich glaube, jetzt ist die Dame hier hinten dran. Ich stehe hier. Genau. Wir gehen nicht weg. Tagesspiegel. Ich wollte einmal nachfragen, und zwar haben Sie ja entschieden, die Kohle länger laufen zu lassen, 4 Kohlekraftwerke insgesamt. Das muss Sie doch als Grüne auch schmerzen. Warum diese Priorisierung von Atomkraftwerken über Kohlekraftwerken? Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage, Sie sind bekannt als Gegnerin der Atomkraft schon lange. Wie sehr schmerzt es Sie persönlich, dass das AKW Emsland jetzt noch ein paar Monate länger am Netz bleibt? Ja, also dass ich mit meinem Jahrgang 1961 mit den Grünen und ihrer Gründungsgeschichte aufgewachsen bin, weiß jede und jeder. Und ich komme aus einer Region, in der ein schneller Brüter geplant war, nämlich das Kernkraftwerk in Kalka, was niemals gebaut wurde, was heute eine Freizeitanlage ist und Kernwasser Wunderland heißt. Und ich kenne auch die Geschichte des THTRs in Hamm sehr genau, der etwas über 400 Tage gelaufen ist und den Staat bis heute Milliarden kostet. Und jetzt aber mal jenseits meiner persönlichen Biografie, was die Frage der Hochrisikotechnologie Atomenergie angeht. Wir sollten nicht vergessen, dass die atomaren Unfälle und Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima bis heute wirken, massive Schäden ausgelöst haben, dass wir bis heute gegenüber den künftigen Generationen keine Lösung haben für ein Endlager, für diesen ganzen atomaren Müll, dass wir im Moment zwischenlagern, hohe Verantwortung auch haben gegenüber anderen Staaten, was die Rücknahme von atomaren Müll angeht. Und deshalb müssen wir mit dieser teuren und gefährlichen risikoreichen Technologie auch entsprechend sensibel umgehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass der Ausstieg aus der Atomenergie nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossen wurde. Und diesen kann man nicht leichtfertig auflösen. Auch die Frage, wie man an neue Brennstäbe kommt oder an Uran und so weiter, ist keine Petitesse und zeigt die Abhängigkeit unter anderem auch von Russland. Deshalb, es gibt sehr viele Gründe, auch der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren ist etwas, was wir in der deutschen Sicherheitsphilosophie immer abzuwägen haben. Nicht zuletzt die dramatische Situation um das Atomkraftwerk Saporischschja zeigt uns allen, in was für einer Situation wir sind, wenn es um die Frage der Sicherheit von Atomkraftwerken geht. Und deshalb ist es wichtig und richtig zum Atomausstieg zu stehen und diesen zu vollziehen. Und deshalb ist es gut, dass der Kanzler neben der Richtlinienkompetenz und dem Vorschlag für die 3 AKWs deutlich gemacht hat, auch als Person, dass er zu diesem Atomausstieg bis zum 15.04. steht und dass wir keine neuen Brennelemente kaufen. Und natürlich schmerzt mich als Grüne, wenn wir an die Kohlereserve denken, oder wenn wir LNG-Terminals bauen, was sicher nicht unsere Absicht war. Aber wir treffen in dieser Krisensituation sehr viele relevante Entscheidungen, wie wir die Versäumnisse und Fehler der Vergangenheit und die Folgen des Krieges von Putin auf die Ukraine und ihre Auswirkungen auf uns durch die Energiekrise abfedern können, abmildern können. Und wir sollten das Signal der Atomenergie keinesfalls als weitere sozusagen Energiequelle setzen, weil dann würden wir den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen. Da bin ich mir ganz sicher. Und deshalb gibt es viele Gründe, das für die Zukunft sehr klar auszuschließen und bei diesem Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie zu bleiben. Frankreich zeigt uns im Übrigen, was es bedeutet, wenn man auf Atomenergie setzt. Die Lage ist katastrophal dort. So, Herr Bauchmüller war als nächstes, dann Frau Schuler und dann Sie. Ja, Frau Hasselmann, es gibt ja noch ein anderes potenzielles Konfliktthema, nämlich das Klimaschutzgesetz und die Sektorziele.
Wie groß ist Ihre Angst und Sorge, dass sich das Spiel dort wiederholt? Und inwiefern ist es auch ärgerlich, dass der Kanzler davon kein Wort geschrieben hat in seinem Brief? Ich gehe davon aus, nach den Koalitionsverhandlungen und auch durch unsere Vereinbarung zur Koalitionsvereinbarung für die Ampel für die nächsten 4 Jahre, dass unser Ziel der Bekämpfung der Klimakrise ernsthaft weiterverfolgt wird, steht. Wer auf diesen Sommer geachtet hat und auf die dramatischen Auswirkungen der Klimakrise in Europa, auch hier bei uns, durch Wetterextreme, Hitze, Dürre, Wasserknappheit, weiß, vor welcher Aufgabe wir stehen. Und alle 3 Koalitionspartner haben sich diesem Ziel der Bekämpfung der Klimakrise klar sozusagen entsprochen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass das Klimagesetz mit den Sektorzielen erfüllt wird. Und da wird der Kanzler natürlich auch eine wichtige Rolle haben. Frau Schuler. Frau Schuler von Zeit Online. Sie haben gerade gesagt, den Kanzler kann man so verstehen, dass es entweder ein Streckbetrieb oder ein Reservebetrieb sein kann. Da würde mich jetzt noch mal interessieren, was wollen denn die Grünen? Also bestehen Sie darauf, dass es sich um eine Einsatzreserve handelt? Das würde ja dann bedeuten, dass zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht im November oder Dezember, noch mal extra entschieden werden muss, ob man denn die AKWs nun auch tatsächlich braucht oder nicht. Und dass jetzt nur die Grundvoraussetzungen geschaffen würden, aber die eigentliche Entscheidung dann später noch mal getroffen würde. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass gerade 3 Begriffe im Raum sind, nämlich Leistungsbetrieb, so hat gestern der Kanzler es genannt, die Einsatzreserve, die bisher im Vorschlag ist, und der Streckbetrieb. Und ich gehe davon aus, dass mit dem Leistungsbetrieb ein Streckbetrieb gemeint ist. Das wird sich heute klären. Und ich glaube, dass durch diese Richtlinienkompetenz und die Wahrnehmung derer deutlich geworden ist, dass diese 3 Kraftwerke laufen werden. So habe ich das interpretiert. Und deshalb warten wir jetzt den Gesetzentwurf mal ab und die Gespräche, die wir heute dazu führen. Ganz kurze Nachfrage, das würden Sie dann auch so akzeptieren als Grüne? Ich glaube, dass die Sache damit entschieden ist, zumindest für die Bundesregierung. Und damit werden sich die Fraktionen in aller Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Und dann wird es aus meiner Sicht auch nichts bringen, zu sagen, jetzt trifft man einen Teil der Entscheidung und im November muss man sich wieder damit beschäftigen, wenn die Definition dessen eigentlich so gemeint ist, dass das jetzt erfolgen soll. Aber das werden wir heute klären und das werden wir sicher am Ende des Tages auch genau und präzise wissen. Aber mit der Grundhaltung gehen wir in die Fraktion. Ja, hallo. Sarah Platz von RTL NTV. Kann denn die Entscheidung des Kanzlers zu einer Entlastung der Strompreise führen? Und was tun die Grünen, damit endlich wieder Frieden in der Koalition einkehrt? Also die Frage der Entwicklung der Strompreise ist von anderen Faktoren abhängig. Das ist ja eine dieser mehr, die mit der Frage, würde man Atomenergie nutzen, verbunden ist. Die Frage der Strompreisdämpfung oder der Strompreisberechnung wird über die Frage, wie weit kommen wir und wie schnell kommen wir dahin, dass wir das Strommarktdesign ändern. Hierzu haben wir uns in der Ampel verständigt. Wenn das auf europäischer Ebene nicht erzielbar ist, werden wir das national umsetzen. Das ist der eine Punkt in Bezug auf Strom. Also die Änderung des Strommarktdesigns. Und der andere ist die Ergebnisse der Gaspreiskommission, die wir jetzt gerade vertiefen und versuchen, so schnell wie möglich parlamentarisch dann auch zu bearbeiten im Hinblick auf den Gaspreisdeckel. Da das so schnell nicht erfolgen kann, wie man sich das vielleicht wünscht, soll es ja das Modell des Abschlags für den ersten Schritt geben und im zweiten Schritt dann die Gaspreisbremse. Das sind die beiden Faktoren. Und selbstverständlich wünsche ich mir, dass wir in der Koalition konzentriert an Inhalten arbeiten, das auch für die Zukunft. Denn wir haben uns eine Menge an Projekten vorgenommen und diese krisenhafte Zeit erfordert das auch. Genau, Herr Decker wollte noch mal was wissen, glaube ich. Ja,
Frau Hassemann, erwarten Sie denn jetzt von der FDP, dass sie Ruhe gibt an der Atomfront? Oder gehen Sie davon aus, dass die Forderung, dass AKWs auch über den Beschluss hinaus dann weiter betrieben werden sollen, dass das weitergeht, politisch? Ich bin der Auffassung, dass mit der Ankündigung des Bundeskanzlers und der Wahrnehmung seiner Richtlinienkompetenz gegenüber den Ministerinnen Klarheit geschaffen ist. Und das erwarte ich von allen, dementsprechend damit umzugehen. Die Fraktionen, das Parlament wird für sich selbst beraten, wie man damit umgeht. Und wir werden unserer Fraktion empfehlen, dem zuzustimmen. Und das erwarte ich natürlich auch, wenn eine Klärung herbeigeführt ist, dass sich alle daran halten. So, gibt es noch weitere Fragen? Ah, hier ist noch eine Frage im Chat. Wann genau werden die Beratungen in der Fraktion heute sein? Wie immer um 15 Uhr. Genau, innerhalb der regulären Fraktionssitzung. Keine Krisensondersitzung. Nein, wir haben jeden Dienstag um 15 Uhr Fraktionssitzung. Und das ist auch heute so. Wird es da eine Form von Abstimmung geben? Nein, da uns kein Gesetzentwurf vorliegt, haben wir auch noch nichts abzustimmen. Aber Sie können sicher sein, dass wir intensiv diskutieren werden. Das haben wir gestern Abend in einer internen Fraktionsschalte zur Information auch schon mal gemacht. Aber heute findet die reguläre Fraktionssitzung statt. So, hier ist noch eine Nachfrage, ja? Nur zur Sicherheit, also Sie haben gesagt, keine Abstimmung, weil es jetzt keinen Entwurf gibt, aber vielleicht eine andere Möglichkeit, ein Meinungsbild mit Hilfe von Zahlen zu erstellen? Wieso sollte ich das machen als Fraktion? Wir arbeiten so, dass wir also Tagesordnungspunkte haben, dass wir eine Diskussion führen an manchen Punkten und dass wir an anderen Stellen sozusagen im Rahmen der parlamentarischen Woche uns mit Gesetzentwürfen oder Antragsinitiativen befassen, zu denen wir dann auch im Parlament uns positionieren müssen. Und deshalb glaube ich, dass wenn eine Vorlage vorliegt, der Umsetzung dessen, was mit der Richtlinienkompetenz und dem inhaltlichen Vorschlag verbunden wird, wir selbstverständlich Meinungsbilder und Abstimmungen dazu machen. Aber heute in der Fraktion eine intensive Aussprache dazu stattfinden wird, da bin ich mir ganz sicher. So, weitere Fragen. Ja, noch eine. Es hört ja gar nicht auf heute. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, weil ja es vorher immer hieß, die Zeit drängt so wahnsinnig, es muss alles ganz schnell gehen. Jetzt habe ich gehört, dass diese Leckage an ISA 2 auch unabhängig vom Gesetz repariert werden soll. Heißt das, dass eigentlich den Betreibern, haben Sie das so verstanden, dass den Betreibern die Zusicherung der Bundesregierung ausreicht und man sich deswegen mit dem Gesetzgebungsverfahren auch mehr Zeit lassen kann? Das kann ich nicht beurteilen, das müssen Sie die Bundesregierung fragen, denn ich habe keine Gespräche mit den Betreibern geführt. Ich habe nur gesagt, sobald uns nach der Ankündigung des Kanzlers gestern heute über das Verfahren und die Frage, wie sieht der Gesetzentwurf aus, Klarheit und ein klarer Zeitplan vorliegt, werden wir das unverzüglich beraten. Ich habe keine Veranlassung, auf Zeit zu setzen. Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Das war so live aus Berlin von der Fraktionsebene. Die Pressekonferenz von Britta Hasselmann, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Selten so eine lange Pressekonferenz auf der Fraktionsebene von den Grünen gehört. Und das Wort Richtlinienkompetenz, liebe Zuschauer, ist sicherlich das Wort der Woche, wenn nicht gar das Wort des Monats. Andere nennen das Machtwort. Der Bundeskanzler hat ja gestern entschieden, 3 deutsche Atomkraftwerke bleiben bis Mitte April 2023 am Netz. Und das hat
ja, die eine oder andere Konsequenz, jedenfalls viel Gesprächsbedarf bei den Grünen ausgelöst. Gerd-Joachim von Follois hat das Ganze auch vor Ort live verfolgt. Es wird, Frau Hasselmann hat darauf hingewiesen, auch heute um 15 Uhr eine Fraktionssitzung der Grünen geben. Zwar noch kein Gesetzentwurf liegt vor zu diesen Beschlüssen von gestern. Insofern wird es auch keine Probeabstimmung geben. Aber es wird doch sicher ein Stimmungsbild erstellt auf dieser Fraktionssitzung. Was hören Sie denn? Was denken die Grünen, was denkt vor allem die Fraktion über diese Entscheidung des Kanzlers? Die Grünen und die Bundestagsfraktion sind stinksauer auf den Bundeskanzler. Und man muss die Grünen verstehen. Sie haben gerade ihren Parteitag abgehalten mit entsprechenden Beschlüssen. Und dann kommt diese Richtlinienkompetenz ursächlich an diesem Zeitplan. Schuld ist weniger der Kanzler. Natürlich hätte er schon vorher eingreifen können, sondern vor allen Dingen die FDP und Christian Lindner, die nämlich am Anfang der Woche oder auch am Sonntag sich verweigert haben, zu weiteren Gesprächen zu kommen oder auch vor dem Parteitag der Grünen sozusagen die Kuh vom Eis zu bringen. Nun stehen die Grünen vor einem Scherbenhaufen, zumindest was ihre Parteitagsbeschlüsse angeht, und dementsprechend sauer sind sie. Britta Hasselmann hat sich hier heute, wie ich finde, sehr gut gehalten, sehr diplomatisch sich ausgedrückt. Das war gestern Abend zunächst Schockstarre bei den Bündnisgrünen, und dann hat man da schon gestern Abend den Tenor herausgelesen, den die grüne Spitze jetzt bemüht, nämlich, dass mit diesem Beschluss endgültig klar sei, dass der Atomausstieg komplett zum 15. April kommen wird und dass es keine neuen Brennstäbe braucht. Letzterer Punkt ist gar nicht so klar, wie die Grünen das immer sagen. Denn wenn der Bundeskanzler in seinem Schreiben an die Minister davon spricht, dass alle drei AKWs bis zum 15.04. in einem Leistungsbetrieb ertüchtigt werden sollen, hieße das im Umkehrschluss allerdings, ein Leistungsbetrieb würde bedeuten, sie laufen voll am Netz. Und das würde bedeuten, dass zum Beispiel das Kraftwerk in Emsland gar nicht mehr genug Brennstäbe hat. Man müsste Brennstäbe dort noch mal installieren, wenn man es genau übersetzt. Das scheint aber unrealistisch. Das scheint der Kanzler auch nicht gemeint zu haben. Dafür war vielleicht auch der Brief zu kurz. Und deswegen geht man sozusagen vom Streckbetrieb aus. Das hat Frau Hasselmann getan. Das tut man auch bei der Union. Streckbetrieb würde bedeuten, die Brennstäbe, die noch da sind, werden eben bis zum 15.04. sozusagen in Energie umgewandelt. Könnte bedeuten fürs Emsland, dass man da ein bisschen drosselt jetzt in den nächsten Wochen und dann Richtung Januar, Februar nochmal voll aufdreht. Das ist eine Frage, die geklärt werden muss, wie übrigens viele andere Fragen, wenn ich das noch an der Stelle anfügen darf. Der Ablauf der parlamentarische, Sie haben es gerade so wiederholt, was Britta Hasselmann gesagt hat. Die Grünen waren heute Morgen in einer Delegation beim Bundeskanzler. Es gab halt viel Gesprächsbedarf. Und wenn Britta Hasselmann darauf hinweist, dass es keinen Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt, Klammer auf, da muss sie immer ihren eigenen Minister Robert Habeck angucken. Denn der hat ja den Hut auf, genauso wie Frau Lemke, für die Bündnisgrünen beide entscheidend für diese Fragen. Und die müssen jetzt gemeinsam mit dem Kanzleramt eben einen Gesetzentwurf entweder neu basteln oder sie nehmen den, der schon da war. Und dann wird es ganz kompliziert. Das war ja der Gesetzentwurf, den Robert Habeck schon mehrfach in der Öffentlichkeit quasi auch verkauft hatte. Da geht es nämlich darum, dass diese beiden südlichen AKWs in einen Reservebetrieb überführt werden sollen und nur im Notfall sozusagen die Strom- und Energie noch im Frühjahr liefern sollen. Dazu könnte man in einem Omnibusverfahren, so nennt man das sozusagen, das Emsland noch dranflanschen. Dann wäre aber eine ganz andere Ausgangslage, denn dann wäre es sozusagen die Lesart der Grünen. Britta Hasselmann ist 2-3 Mal gefragt worden. Sie geht nach dem Gespräch offensichtlich heute Morgen im Kanzleramt auch davon aus, dass der Kanzler eher den Streckbetrieb meint. Und noch komplizierter wird es natürlich mit der Frage, wann das jetzt zu verabschieden ist. Aus Unionskreisen war schon zu hören, man ist stinksauer über den gesamten Ablauf, auch über die Entscheidung des Bundeskanzlers. Die Union möchte ja vor allen Dingen auch den Winter 23/24 abgesichert sehen. Und es kommt auch auf die Union an, ob die Fristverkürzung, die würde dann so aussehen, dass das Gesetz, welche Art auch immer, am Mittwoch in erster Lesung hier im Deutschen Bundestag, am Freitag in zweiter und dritter Lesung verabschiedet würde, ob diese Fristverkürzung von der Union mitgemacht wird. Die leichte Tendenz bei der Union ist zu sagen, na gut, dann machen wir das eben vielleicht mit. Aber jetzt gibt es Informationen von den Grünen, und da ist Britta Hasselmann
Hasselmann auch nicht sehr deutlich geworden, dass die Grünen jetzt sagen, Sekunde mal, und den Satz haben wir leider am Anfang unserer Übertragung noch nicht drin gehabt. Da hat Britta Hasselmann nämlich gesagt, die Richtlinienkompetenz hat der Kanzler gezogen, aber für Fraktion und Parlament gilt die nicht. Da hat sie in der Sache recht. Das bindet die grünen Bundesminister. Die Frage ist halt dann, wenn man sich dagegen stellt, steigt man aus oder nicht. So weit wollen die Grünen nicht gehen. Aber man kann natürlich den Gesetzgeber hier piesacken, die anderen Fraktionen, auch die FDP, indem man sagt, gut, wir lassen uns jetzt Zeit. Offensichtlich kann ISA 2 ja auch so repariert werden durch das Wort des Kanzlers. Sozusagen sind die Betreiber zufriedengestellt. Dann haben wir ja noch genug Zeit und wollen mal einen schönen Gesetzentwurf machen, der erst im November verabschiedet wird. Also Hans-Werner, man sieht, es gibt viele, viele Fragen in diesem Zusammenhang. Ja, Gerd-Joachim von Fallois war das live von der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag an einem politisch spannenden Dienstag. Ich sage für den Moment Danke nach Berlin. Im Phoenix-Studio in Bonn begrüße ich Professor Volker Kronberg, den Politikwissenschaftler. Sie haben ja vor der Sendung erzählt, Sie haben sich sehr grundsätzlich im Rahmen von Forschung und Lehre mit diesem Begriff Richtlinienkompetenz auseinandergesetzt. Daran anknüpfend und an diese Pressekonferenz von Frau Hasselmann, da fiel ja auf, dass Sie, Frau Hasselmann, von Vorschlägen des Bundeskanzlers sprach. Das sehen Sie aber und wahrscheinlich auch der Bundeskanzler mitnichten anders, oder? Herr Fittka, genau so ist das. Und er hat es ja in dem Brief, der gerade von Gerd-Joachim von Fallois erwähnt wurde, ja auch klar zum Ausdruck gebracht. Das ist ein knapper Brief, eine Seite, typisch Scholz, auf den Punkt formuliert. Und im ersten Satz steht schon alles drin. Ich als Bundeskanzler, da bemüht er die Geschäftsordnung des Bundestages, habe folgende Entscheidung getroffen. Und die hat er eben getroffen auf der Basis der Geschäftsordnung des Bundestages, die wiederum zurückzuführen ist auf das Grundgesetz. Artikel 65, das ist das Entscheidende. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt für diese Verantwortung. Das ist die herausgehobene Stellung des Kanzlers im Bundeskabinett. Denn die Bundesregierung, Kanzler, Minister, arbeitet natürlich nicht nur top-down, dass der Kanzler anweist. Das ist hier tatsächlich eine Ausnahme, über die wir uns heute unterhalten, die gestern zu beobachten war. Das kommt sehr selten vor, das Bemühen der Richtlinienkompetenz. Denn eigentlich arbeitet das Kabinett als Kollegialorgan. Man arbeitet im Grunde ja miteinander. Und dann dritter Begriff noch, und dann ist es auch gut. Und dann gibt es das Ressortprinzip, dass jede Ministerin und jeder Minister natürlich auch eigenverantwortlich zu den Themen, und das wäre Frau Lemke für Umwelt und Reaktorsicherheit und Habeck sicherlich für Wirtschaft. Nun haben wir gestern eben erlebt, dass er eben keinen Vorschlag, sondern er hat klar gesagt, er hat entschieden. Und zwar für die Bundesregierung. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, diese ganzen Debatten, die wir jetzt in den Stunden seither und auch heute und vielleicht noch in den nächsten Tagen erleben und die Einwürfe von Herrn Trittin, dass das ja nun nicht die Fraktion ist, alles richtig und schön, als wüsste Scholz das nicht. Und auch Trittin, das sind ja alles Profis, Frau Hasselmann, eins ist doch völlig klar. Er hat diese Entscheidung getroffen und jetzt steht Folgendes im Raum. Entweder das wird auch umgesetzt durch Fraktionen und die Mehrheit im Parlament. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese Regierung am Ende. Und genau vor dieser Grundsatzfrage haben wir ja gerade eine Britta Hasselmann erlebt, die sehr stark ja das auch zurückgenommen hat, deeskaliert hat, gesagt hat, damit ist jetzt ja auch Klarheit, das Positive. Denn es gab noch zwei Punkte ja in dem Brief drin. Erstens Energieeffizienzgesetz. Und das dritte ist der frühzeitige Kohleausstieg 2030. Das war sozusagen der Tribut an die Grünen. Also grundsätzlich einerseits, aber übrigens im Unterschied zu Fallois würde ich sagen, stinksauer. Man kann es auch anders lesen. Ich glaube, dass der gestrige Zeitpunkt nicht zufällig gewählt war. Er war ganz klug. Ja, der Zeitpunkt, sagen Sie, war klug. Rund 24 Stunden nach Ende des Grünen Parteitages, rund 8 Tage nach der Niedersachsenwahl. Das war ja, also das AKW im Emsland war ja Thema in Niedersachsen bei der Wahl. Und es wird jetzt zwar nur 4,5 Monate voraussichtlich, aber immerhin länger am Netz bleiben. Ist es eigentlich dem Wähler gegenüber verantwortbar? Ist das nicht so eine Art von, ich will nicht sagen Wählerbetrug, aber geht das nicht schon sehr stark in die Richtung? Nein, weil natürlich, es gibt ja nicht nur, wir sprechen jetzt hier, klar, weil es die Pressekonferenz von Frau Hasselmann war, es geht ja nicht nur um die Befindlichkeit der Grünen-Fraktion und der Wähler und der Anhänger, es gibt ja andere Parteien. Übrigens,
Ganz interessant. Ja, wie hat sich eigentlich die SPD da positioniert? Das ist übrigens, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ganz beachtlich bei dieser Richtlinienkompetenzentscheidung. Ich würde sagen, es war jetzt eine Sachfrage. Gar nicht zu einem so grundsätzlichen Zeitpunkt, wie wir das letzte Mal in der Ära Merkel erlebt haben, als die Flüchtlingsdebatte in der Großen Koalition im Auseinandersetzung mit der CSU ja kurz vor dem Bruch sozusagen der Regierung stand. In solchen Extremsituationen haben wir das in der Geschichte eigentlich erlebt, dass eine Richtlinienkompetenz bemüht wird. Ich beobachte hier gestern, dass man jetzt sehr schnell sozusagen eine Sachfrage auf Arbeitsebene in dieser Regierung, da hatte man sich verblockt, die Grünen und die FDP noch einmal, die war eigentlich die SPD aufgestellt, ist der Kanzler hingegangen, hat gesagt, ich entscheide jetzt gerade natürlich nach dem Parteitag, weil der Kanzler ist nur sehr begrenzt sozusagen abhängig von Parteitagsbeschlüssen der Grünen und übrigens auch nach der Niedersachsenwahl. Klar, richtig, ich meine, er ist auch nicht landesverantwortlich, sondern er ist als Kanzler für die gesamte Bevölkerung. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Ich glaube, Herr Fittkau, er hat natürlich sehr genau im Blick, dass diese innerkoalitionären Konflikte und Querelen, ob nun 2 oder 3 AKWs und nun 3 Monate oder 6 Wochen oder 21 Tage oder 48 Tage, das geht, glaube ich, an den Sorgen und Befindlichkeiten eines Großteils der Menschen in diesem Land doch gravierend vorbei. Und das hat er natürlich im Blick. Die Stimmung verändert sich. Und das Unverständnis in der Bevölkerung, dass man bei dieser Sachfrage, es handelt sich um eine Sachfrage von vielen, nicht in der Lage war, in der Koalition zu einem Ergebnis zu kommen, das hat er genommen, hat entschieden. Und damit ist die Sache auch entschieden. Es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass die Grünen oder die FDP das jetzt zum Anlass nehmen, die Koalition grundsätzlich in Frage zu stellen. Nein, wir tragen es mit, hat ja Frau Hasselmann sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank bis hierhin. Wir wollen auf Reaktionen der Opposition schauen, und zwar in Person von Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, der sagt, die Entscheidung sei nicht weitreichend genug und plädiert heute Morgen im ZDF dafür, die Atomkraftwerke noch länger laufen zu lassen. Es war gestern ein Machtwort, aber keine Führungsstärke, weil der Bundeskanzler ja jetzt mit der Richtlinienkompetenz eine Entscheidung durchsetzt, gegen die er vor gerade einmal 10 Tagen selbst Wahlkampf gemacht hat. Die SPD in Niedersachsen hat ja die Abschaltung des Kernkraftwerks Emsland versprochen. Und das ist der einzige Teil dieser Entscheidung, der in der Ampel überhaupt noch streitig war. Und insofern ist es ja nicht Ausdruck eines, hier stehe ich und kann nicht anders, sondern wir sitzen hier und wissen nicht weiter. Und damit hat es den Ruch des Machttaktischen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Ampel gerade noch mal so auf der Ziellinie zu befrieden. Und das ist unser eigentlicher Punkt. Wir sind in einer Krise. Wir brauchen eine handlungsfähige, eine entschlossene Regierung, die beherzt handelt. Und stattdessen bietet diese Regierung das Bild eines Hühnerhaufens. Es ist richtig, dass jetzt die Entscheidung getroffen wurde oder ja wird. Es entscheidet der Deutsche Bundestag, keines der 3 Kernkraftwerke zum Jahresende abzustellen. Es war, wie Sie sagen, der dringende Rat der Experten. Wir müssen in dieser Krise alle Möglichkeiten der Energieerzeugung nutzen, um einen Notstand abzuwenden, auch um Preise zu begrenzen. Im Stresstest haben die Übertragungsnetzbetreiber eine klare Empfehlung als dringender Rat formuliert gegeben, alle Möglichkeiten der Energieerzeugung nutzen. Alle, nicht 2 im Notbetrieb und eines abschalten, sondern alle nutzen. Die Energiekrise, die wird auch im nächsten Jahr nicht zu Ende sein. Die Bundesnetzagentur warnt nicht vor einem harten Winter, sondern vor 2. Und wenn Robert Habeck gestern spricht von einem spannungsreichen Winter, der kommen könnte, dann sagt die Bundesnetzagentur, wir müssen mit 2 spannungsreichen Wintern rechnen. Deshalb greift diese Entscheidung zu kurz. Es ist ja auch nicht zu verstehen, die Ampel selber fährt ja die Braunkohle, die klimaschädliche Braunkohle bis 2024 hoch. Das akzeptieren die Grünen, ohne mit der Wimper zu zucken. Braunkohle bis 2024, ein Ölkraftwerk andocken, extra neu hochfahren, CO2-Ausstoß, aber klimaneutrale Kernenergie dann im Frühjahr abschalten, das passt nicht zusammen. Bei der Energieeffizienz hätte die Ampel mit den KfW-Förderprogrammen viel Porzellan zerschlagen. Da wäre es jetzt richtig und notwendig, dass die Regierung einen klaren, verlässlichen Rahmen schafft für Bürger und Wirtschaft, damit hier investiert wird. Und es ist auch richtig, jetzt den Rahmen zu schaffen für wasserstofffähige Gaskraftwerke. Dann muss das jetzt aber auch passieren. Es muss jetzt passieren. Wir brauchen diese Investitionen. Die brauchen Vorlauf. Und deshalb, da wird der angekündigt, es wird parallel gemacht. Da sind wir sehr gespannt, weil wir erwarten, dass die Kernenergieentscheidung jetzt in einem Turboverfahren durch das Parlament gepeitscht wird. Und ja, wir haben auch bei Energieeffizienz und bei Wasserstoffdringlichkeit. Und deshalb unterstützen wir die Regierung, wenn sie hier jetzt konsequent handelt. Fracking wird
in dieser Krise keinen Beitrag leisten können. Wir haben ja gerade festgestellt, die Netzagentur warnt vor zwei harten Wintern. Bei Fracking, wenn man jetzt eine Entscheidung treffen würde, würde es aber einen langen Vorlauf bedeuten. Es wird uns in den nächsten beiden Wintern keinen Beitrag leisten können. Und deshalb ist richtig, was im Gesetz steht, dass evaluiert wird. Jetzt in den nächsten Monaten für diese Krise leistet es keinen Beitrag. Ja, soweit der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Andreas Jung, heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin. Professor Kronberg, Jung weist darauf hin, dass es und bezieht sich auch auf die Bundesnetzagentur, dass das jetzt der erste Winter ist, durch den wir gehen. Und dann kommt der zweite, der wahrscheinlich noch schwieriger wird, weil dann nämlich das Gas im Frühjahr ja alle sein wird, aus den Speichern geleert sein wird und nicht aufgefüllt werden kann durch russisches Gas. Vor diesem Hintergrund ist das, was die Ampel an politischer Inszenierung veranstaltet hat rund um diese Atomkraftlaufzeit, ist es irgendwie angemessen oder ist das nicht tatsächlich so, dass die da in der Berliner Blase vielleicht ja auch ein Stück weit verloren haben, was Sie angesprochen haben, was die Leute im Land beschäftigt? Ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen. Jetzt will ich es mal gerade umkehren. Ich glaube, es wird schon in der Bevölkerung auch sehr klar sichtbar und darauf weist der Bundeskanzler immer wieder hin und übrigens ja auch der Wirtschaftsminister, dass alle jetzt vor Monaten, Stichwort Krieg und dann eben die Gaspipeline und keine Lieferungen mehr, dass wir sozusagen mit einer fundamentalen Krise konfrontiert wurden, die Politik unter extreme Bedingungen gebracht hat. Improvisieren will ich sagen. Sozusagen auf Sicht fahren, gucken, was man machen kann. Und ich glaube, dass dieses Bemühen, Entscheidungen hier treffen und das und gucken, dass wir weiterkommen, also Energie sparen und anderes mehr von anderswo reinholen, dass das als Bemühen sozusagen der Bundesregierung durchaus gesehen wird. Und das ist hier, was wir gestern erlebt haben und auch diese Entscheidung, diese AKWs jetzt Streckbetrieb eben dann einige Wochen länger laufen zu lassen, als Teil dessen zu sehen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Bundesregierung für sich jetzt beansprucht zu sagen, jetzt bringen wir uns erstmal durch diese kalten, dunklen nächsten Monate. Und im Frühjahr sehen wir dann weiter, was zu tun ist. Und wir sind durchaus in der Lage, und das hat ja Scholz gestern gezeigt, dass nun Jung daran jetzt rummäkeln muss, ist schon klar. Aber im Grunde ist es natürlich genau das, was er jetzt auch wollte. Ist ja gestern sichtbar geworden. Aber Entschuldigung, es könnte doch sein, dass die Diskussion im Frühjahr wieder hochkochen wird, weil ja sich an der Stromversorgungssituation, an der Preisentwicklung sich nichts geändert hat. Ja, aber es ist ja nicht so, dass jetzt bis Frühjahr gar nichts mehr passiert, sondern dann wird natürlich Habeck und Lemke und all die werden natürlich mit den Energieversorgern und anderen mehr mit den europäischen Partnern. Man wird natürlich gucken. Ich meine, es finden die Reisen statt. Es finden auch Reisen, wie gesagt, in den Nahen Osten, wo auch immerhin statt. Man bemüht sich ja. Ich glaube, das Signal ist ja deutlich. Und dann wird man im Frühjahr natürlich schauen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das das letzte Wort war. Ja, Route Linien. Ich meine, das bemüht man auf Parteitagen. Jeder weiß damit umzugehen, dass die immer sehr relativ sind. Man ist nicht klug beraten, rote Linien zu formulieren, weil man dann natürlich Gefahr läuft, dass man darüber dann auch gehen muss. Aber das wird man im Frühjahr sehen. Und bis zum Frühjahr wird man jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und nichts tun, sondern wir werden beobachten, dass man natürlich schauen wird, wie können wir Energie heranbekommen, wie können wir Energie sparen und anderes mehr. Und dann wird man im Lichte der dann jetzt hinter uns liegenden Wintermonate dann entscheiden, was ist zu tun. Professor Kronberg, vielen Dank bis hierhin für diese Analysen. Wir sehen und hören Sie gleich noch mal, wenn es in Berlin auf der Fraktionsebene zur Pressekonferenz des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr kommt. Danke. Gerne. Bis hierhin. Und wir schauen auf die EU-Ebene nach Straßburg. Dort geht es auch heute um die Frage Energieversorgung der Europäischen Union, Preisentwicklung, Gaspreisbremse und Deckel. Das sind ja die Stichworte, mit denen sich nicht nur die nationalen Politiker, nicht nur die Politiker in Berlin, sondern überhaupt in der gesamten Europäischen Union befassen müssen. Marc Steinhäuser ist in Straßburg und verfolgt diese Diskussion. Herr Steinhäuser, nun ist es ja so, dass es heute Nachmittag, ich glaube um 14.30 Uhr, eine Pressekonferenz der EU-Kommission geben wird. Da wird das nächste sogenannte Energiepaket vorgestellt. Wir haben vorhin in der Debatte gelernt, es wird sicher nicht das letzte Energiepaket sein, aber heute wird das nächste nun mal vorgestellt. Was hören Sie denn in Straßburg? Was wird denn da drinstehen? Was sind die wichtigsten Leitplanken, die dort formuliert sein werden?
Ja, die Parlamentarier hier in Straßburg, die blicken auch gespannt auf diesen Nachmittag. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird dann ab 14.30 Uhr sich zusammensetzen, auch noch mal mit einigen ihrer engsten Vertrauten und auch den Menschen, mit denen sie das zusammen auch entwickelt hat. Und wird dann danach, wir erwarten das ja gegen 15.30 Uhr etwa, dann auch dazu sich äußern. Es wird vor allen Dingen ums Energiesparen noch mal gehen. Es gibt ja schon jetzt auch den Vorschlag, dass alle Mitgliedstaaten bis März Strom sparen sollen, bis zu 10% Strom einsparen. Also wie genau das dann noch mal konkretisiert wird, das ist sicher was, auf das man dann gucken wird. Es wird auch dann um das Thema eines gemeinsamen Energieeinkaufsportals gehen. Die EU möchte schlagkräftiger werden und was wir da hören, soll es da auch in Zukunft ein gemeinsames Gaseinkaufsportal geben, so dass man die Gaspreise insgesamt senken kann, wenn man gemeinsam europäisch einkauft. Also dieses sogenannte Einkaufsportal, das hören wir ja nicht zum ersten Mal, Herr Steinhäuser. Das haben wir schon mal vor 2-3 Monaten gehört. Das scheint ja irgendwie nicht so ganz einfach zu sein. Warum ist das so schwierig, dass man sozusagen als EU da gemeinsam vorgeht? Ich meine, das ist ja ein Riesenfund, mit dem man eigentlich wuchern kann, oder? Ja, so ist es. Allerdings ist das Ganze nicht so ganz einfach vorzubereiten und auch technisch umzusetzen. Und da hat es doch eben auch an diesen Details eine ganze Menge an Abstimmungen noch benötigt. Das ist seit Monaten in der Planung, dieses Portal. Jetzt, so haben wir es gehört, soll es konkret so aussehen, dass ein Portal aufgesetzt wird, wo sich dann die Firmen melden mit ihrem Gasbedarf. Dann wird dieser Gasbedarf über das Portal anonymisiert ausgeschrieben, sodass die Geschäftsgeheimnisse dieser Firmen auch gewahrt werden. Und danach versucht dann im Hintergrund ja die EU über dieses Portal diese Firmen in Pakete zu schnüren und quasi den Gasbedarf mehrerer Firmen zusammenzufassen, um somit dann geballt einkaufen gehen zu können auf dem europäischen Gasmarkt. Das ist so ein bisschen die Idee, die jetzt hier kursiert, die wahrscheinlich heute Nachmittag präsentiert werden dürfte. Und diese ganze technische Vorbereitung, wie dann auch dieses Portal so funktioniert, dass da eben die Firmen auch eine Sicherheit haben, dass ihre Daten nicht einfach im Netz landen und ihre internen Informationen über den Gasbedarf überall einsehbar sind. Das hat wohl eben eine ganze Weile gedauert, das vorzubereiten. Das klingt sehr kompliziert. Hoffentlich kann das auch so umgesetzt werden. Ein weiterer Stichpunkt, ein weiteres Stichwort ist ja die Frage der Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen, so wie wir die Diskussion ja in Deutschland betiteln. Wie sieht es denn da aus? Will die EU-Kommission da rangehen und tatsächlich das gemeinsam mit den gesamten EU-Staaten vorantreiben? Das ist ein großes Thema hier im Parlament. Auch heute haben ganz viele Rednerinnen und Redner das sehr betont, dass diese Übergewinnsteuer kommen soll. Die Frage ist, wie sie kommen soll. Denn auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man das ausgestaltet. Nun ist eigentlich die EU-Kommission mit Ursula von der Leyen zuletzt auf einen Kurs eingegangen, der sehr dem deutschen Modell ähnelt, wo man eben versucht, ab einer gewissen Anzahl von Kilowattstunden einen gewissen Preis festzulegen. Und wenn darüber hinaus bei Öl-, Kohle- oder Gaskonzernen Gewinne anfallen, dann würde man die mit einer Sonderabgabe von 33% versehen. Das Geld soll dann für Hilfspakete, Hilfsprogramme und Förderprogramme der EU verwendet werden. Es fließt also erstmal an die EU. Und das ist der Knackpunkt, den hier auch einige kritisiert haben und der auch ja natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht direkt, nicht sofort entlastet. Es ist also nicht so, dass da eine Steuer auf bestimmten Stromverbrauch, Gasverbrauch dann fällig wird, der sofort bei den Verbrauchern landet. Das hat hier für Diskussionen gesorgt. Auch da wird man genau hingucken müssen, wie das Ganze ausgestaltet wird. Ja, und dann gibt es eben auch welche, die fordern, macht doch eine Steuer auf auch noch andere Firmen, auch noch andere Krisenprofiteure. Denn in dieser Ukraine-Kriegssituation gibt es ja auch noch andere Firmen, die von diesem Krieg profitieren. Aber die Kommission, so sieht es aus, scheint sich auf Öl, Gas- und Kohlefirmen bei dieser Sonderabgabe zu fokussieren. Also heute Nachmittag 14.30 Uhr, dazu die Pressekonferenz der Chefin der EU-Kommission. Herr Steinhäuser, so viel dazu, zu diesem Bereich Energie- und Gaspreisentwicklung. Ich würde gerne, Sie haben die Ukraine ja schon erwähnt, noch zwei Sätze darüber verlieren. Die Ukraine wird ja jede Nacht angegriffen, jetzt verstärkt durch sogenannte Kamikaze-Drohnen, die der Iran hergestellt hat und den Russen geliefert hat. Präsident Zelensky macht darauf aufmerksam, dass 30%
30% der Energieinfrastruktur, also Kraftwerke etc., der Ukraine zerstört oder beschädigt ist und fordert weiterhin und verstärkt die Lieferung von Luftabwehrsystemen aus der Europäischen Union, aber aus der gesamten westlichen Welt. Wie sieht es denn damit aus? Wird aus Brüssel und Straßburg das Signal kommen in den nächsten Tagen, bevor die gesamte Infrastruktur vielleicht zerstört ist? Ja, wir liefern Luftabwehrsysteme an die Ukraine. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Auch EU-Abgeordnete verweisen da immer wieder darauf, dass die EU selber ja keine Waffen kaufen könne, sondern dass das dann doch Aufgabe auch der Mitgliedstaaten sei. Also da ist man in einer Grauzone dessen, was die EU auch leisten kann. Die Europäische Union hat allerdings gestern ja weitere Hilfen für die Ukraine verkündet. Es wird eine Ausbildungs-, eine Trainingsmission für ukrainische Soldaten an deutschen Waffensystemen geben. 5000 Ukrainer sollen in Deutschland ab November ausgebildet werden. Darüber hinaus gibt es auch eine ganze Menge Geld für zusätzliche Einkäufe von Waffen, dann für die möglichen Einkäufe von Waffen von einzelnen Mitgliedstaaten. Da liegen noch mal 3 Milliarden Euro jetzt zusätzlich drauf. Das ist eine Menge, aber das wird, wie so häufig, leider auch in den letzten Monaten wahrscheinlich nicht sofort vor Ort spürbar sein. Marc Steinhäuser war das live aus Straßburg. Ich sage vielen Dank für diese Erläuterungen. Liebe Zuschauer, kurz der Hinweis und der Blick auf das Bild nach Berlin. Wir gehen gleich wieder auf die Fraktionsebene. Nachklapp zu der Entscheidung zum Machtwort des Bundeskanzlers in Sachen Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke. Gleich wird der Fraktionschef der FDP, Christian Dürr, dort erwartet. Ja, das ist an diesem Dienstag sicher das große beherrschende Thema in Berlin, rund um die Fraktionen, aber auch bis rüber ins Kanzleramt. Der Bundeskanzler hat gestern entschieden, 3 deutsche Atomkraftwerke bleiben bis Mitte April 2023 am Netz. Das Wetter in Berlin passt gut zur Stimmung in der Ampelkoalition, als heute gegen 10 nach der FDP die beiden grünen Fraktionsvorsitzenden ins Kanzleramt eilen. Mit seiner Richtlinienkompetenz hat der Kanzler den Atomstreit in der Koalition beendet. Doch der Gesprächsbedarf ist enorm, vor allem bei den Grünen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich gestern schon mal bemüht, die Richtung vorzugeben. Ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation. Ein Vorschlag, der mit der Richtlinienkompetenz des Kanzlers die maximale Autorität einbringt und deswegen einen Weg weist. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt bewerbe, auch zu folgen. Alle 3 AKW sollen am Netz bleiben, auch Emsland. Das hatte die FDP gefordert. Mitte April sollen alle endgültig abgeschaltet werden. Es wird keine neuen Brennelemente geben. Das ist positiv für die Grünen. Doch dass Emsland weiterläuft, ist schwer für sie zu schlucken. Hatten sie das doch auf ihrem Parteitag gerade kategorisch ausgeschlossen. Es ist belohnt worden, dass man sich an Absprachen nicht hält. Und es ist auch nicht beachtet worden, was passiert, wenn man sich nicht einigen kann. Insofern ist durch diese Entscheidung die Grundlage für die Zusammenarbeit in dieser Koalition schwer erschüttert. Von der Union kommt ebenfalls Kritik. Sie fordert den Weiterbetrieb. Ja, so viel dazu für den Moment. Jetzt gehen wir live nach Berlin. FDP-Fraktionschef Christian Dürr will sich dort äußern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will als erstes auf die aktuelle außenpolitische Situation zu sprechen kommen und an dieser Stelle auf den Iran. Es ist jetzt ein Monat her, dass Mahsa Amini gestorben ist und seitdem gehen viele Frauen, auch viele Männer im Iran auf die Straße. Und die Botschaft dieser Menschen ist sehr klar in Richtung des Regimes. Ihr als Regime, ihr passt nicht mehr zu unserem Land. Und das unterscheidet sich auch von den Demonstrationen der Vergangenheit. Und deswegen haben wir ein sehr genaues Auge auf diese Situation. Unser Generalsekretär Bijan Cesarei ist ja selbst iranstämmig und hat einen guten Einblick in die aktuelle Situation. Umso richtiger ist es, dass wir hier auch außenpolitisch reagieren, beispielsweise mit personenbezogenen Sanktionen, auch gegenüber der sogenannten iranischen Sittenpolizei. Und wir werden weiterhin auch von Deutschland aus deutlich machen, dass wir die Iranerinnen und Iraner in ihrem Freiheitskampf unterstützen gegen die Unterdrückung des aktuellen Regimes. Die Umstände des Todes von Mahsa Amini müssen aufgeklärt werden und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Kampf für eine freiheitliche Gesellschaft findet ausdrücklich unsere Unterstützung.
Wir sehen in diesen Tagen auch schreckliche Bilder erneut aus der Ukraine, insbesondere die Bombenangriffe und Drohnenangriffe auf Kiew. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig auch deutsches militärisches Material ist. An dieser Stelle ganz konkret das Flugabwehrsystem Iris-T, was dort zum Einsatz kommen kann, weil es mittlerweile geliefert ist. Dort sollten weitere Gerätschaften auch von diesem Typ folgen. Und es zeigt, wie wichtig die Flugabwehr an der Stelle ist, um Menschenleben zu schützen. Vor dem Hintergrund, dass ja immer wieder auch diskutiert wird, die militärische Unterstützung der Ukraine. Sie zeigt an dieser Stelle, wie wichtig das Ganze ist und dass Menschen ganz konkret geschützt werden können vor dem russischen Aggressor. Lassen Sie mich als Zweites zur Innenpolitik kommen und an dieser Stelle insbesondere zur Energiepolitik. Am gestrigen Abend hat der Bundeskanzler mitgeteilt, dass nach dem Willen der Bundesregierung alle drei deutschen Kernkraftwerke über diesen Winter hinaus im Leistungsbetrieb am Netz bleiben sollen. Dazu zählt auch das Kernkraftwerk in meiner Heimat im niedersächsischen Emsland. Und ich will sagen für die Freien Demokraten, dass wir diese Entscheidung für die Bundesregierung durch den Bundeskanzler ausdrücklich begrüßen. Das war wichtig, dass diese Entscheidung jetzt gefallen ist. Ich will das in Bezug auf das Kernkraftwerk Emsland kurz ausführen. Auch der Grund für die Vehemenz der Freien Demokraten an dieser Stelle, dass es nicht am 31.12. vom Netz geht. Das Kernkraftwerk Emsland ist eines der sichersten und effizientesten der Welt. Und es hätte sicherlich niemand verstanden, angesichts der Energiekrise, wenn es am 31.12. vom Netz gegangen wäre. Und ganz konkret auf den Standort bezogen war meine Sorge, dass das wenige 100 Meter entfernte Gaskraftwerk dann dauerhaft hätte laufen müssen und Gas hätte nutzen müssen, was zurzeit an anderer Stelle dringend für die Wärmeversorgung in Deutschland und für die deutsche Industrie und für die mittelständischen Unternehmen gebraucht wird. Also vor dem Hintergrund ist die Entscheidung zu begrüßen. Es stand ja sogar in Rede, dass zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität im Norden Deutschlands, und an dieser Stelle ist die Entscheidung auch noch mal zu unterstreichen, dass für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität im Norden Deutschlands sogar Ölschiffe in der Nordsee platziert werden müssten, die dann entsprechend Strom für an Land produzieren. Und insofern war die Entscheidung des Bundeskanzlers notwendig und richtig. Es ist vor allem die richtige Entscheidung für unser Land. Denn wir brauchen stabile Energienetze, wir brauchen stabile Stromnetze. Ich erinnere mich daran, dass die Berliner Bürgermeisterin ja vor einiger Zeit sagte, man könne sich ja auf Stromversorgungsengpässe oder sogar Ausfälle und Blackouts einstellen, wenn sie früh genug angekündigt würden. Das ist für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt aus meiner Sicht keine Option, sondern wir brauchen die Stabilität. Und es ist eine richtige Entscheidung für die Haushalte, für die Menschen in Deutschland und für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf preiswürdige Energie angewiesen sind. Wir wollen Strukturbrüche vermeiden. Es ist in dem Zusammenhang auch richtig, vor dem Hintergrund der europäischen Solidarität. Denn durch diese Energiekrise kommt Europa nur gemeinsam. Und gerade Frankreich hat uns ja immer wieder signalisiert, dass sie zu Solidarität bereit sind, wenn wir unsererseits alles tun. Und Frankreich hat ja vor einigen Tagen, das haben Sie mitbekommen, entschieden, auch Deutschland mit Erdgas zu versorgen über eine bestehende Leitung. Umgekehrt sollten wir eben auch unseren Beitrag zur Netzstabilität im Stromsektor leisten, was wir damit tun. Wichtig ist jetzt, die Arbeit hört natürlich nicht auf. Es geht weiter. Insbesondere die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse, die wir politisch jetzt schon geeint haben in der Sache, müssen wir jetzt auch gesetzgeberisch voranbringen, sodass es zu einer echten Entlastung der Haushalte, der privaten Haushalte in Deutschland und der Unternehmen kommt. Denn insbesondere auch für den kommenden Winter ist es wichtig, dass die Preise runtergehen. So hohe Strompreise, so hohe Gaspreise kann sich eben niemand leisten. Und es ist gut, dass diese Projekte jetzt schnell vorangebracht werden. Ich will innenpolitisch einen zweiten Punkt ansprechen, nämlich das Ergebnis der Verkehrsministerkonferenz, die über das Deutschlandticket beraten hat. Ich freue mich, dass man hier im Grundsatz zu einer Entscheidung gekommen ist. Das, was Volker Wissing als Bundesverkehrsminister dort vorgeschlagen hat, nämlich ein digitales, bundesweites ÖPNV-Ticket, ist die richtige Antwort. Einerseits auf die aktuelle Herausforderung, aber auch grundsätzlich für die Mobilität der Menschen. Und ich betone nicht nur für die Mobilität der Menschen in urbanen Räumen, sondern insbesondere auch im ländlichen Raum, die ein einfaches Ticket sich immer gewünscht haben. Unkompliziert, flexibel und schnell. Das Ganze
soll ja funktionieren wie ein Streaming-Abo. Also es passt auch in unsere digitale Welt, monatlich kündbar, sodass man aber jederzeit es auch weiter nutzen kann, nicht immer wieder neu abschließen muss. Ich glaube, das passt gerade zu einer modernen Gesellschaft sehr, sehr gut dazu. Im wahrsten Sinne des Wortes Plug and Play. Und deswegen freue ich mich, dass diese Entscheidung im Grundsatz jetzt getroffen worden ist. Ich darf aus meinem Nachbarbundesland an der Stelle berichten. Es gab in dem wunderbaren Bundesland Bremen bisher 62 verschiedene Monats-Abo-Modelle. Ich glaube, da hat sicherlich auch jede Bremerin und jeder Bremer bisher den Überblick nicht gehabt. Und dass man das jetzt einfacher macht und dort auch der Landesregierung anempfiehlt, dieses Ticket zu übernehmen, halte ich für ausdrücklich richtig. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich eine Revolution in der Mobilität. Und deswegen freue ich mich über diese Entscheidung. Wir werden auch dort im digitalen Bereich weitermachen. Beispielsweise ist Deutschland das erste Land der Welt, was das sogenannte Automated Valet Parking jetzt ermöglicht. Das heißt, dass man in ein Parkhaus fahren kann und das Auto sich selbst parken kann. Es hat sicherlich noch nicht jeder so ein Auto, keine Frage. Aber für die Zukunft ist das etwas, was uns jedenfalls voranbringen kann. Es könnte Parkhäuser zu 20% mehr auslasten. Man muss sich nicht mehr ums Parken kümmern. Also genau diese Art von Digitalisierung, auch Startups in Deutschland, die genau an sowas arbeiten, die werden damit unterstützt. Deutschland ist das erste Land der Welt, was hier beim digitalen Parken, beim automatisierten Parken einen Schritt nach vorne macht. Einen weiteren innenpolitischen Punkt möchte ich ansprechen, der in dieser Woche in der ersten Beratung im Deutschen Bundestag ist, nämlich das Chancenaufenthaltsrecht. Es markiert den Beginn einer neuen Einwanderungspolitik für Deutschland. Es eröffnet Menschen, die sich in Deutschland integriert haben, die hier nach unseren Regeln und Gesetzen gelebt haben und Teil unserer Gesellschaft sind. Es eröffnet ihnen die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt unterwegs zu sein. Wir haben einen heftigen Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland und es ist ja niemandem zu erklären, auch gerade den mittelständischen Unternehmen, die gerade händeringend Arbeitskräfte suchen. Es ist niemandem zu erklären, dass Menschen, die hier dauerhaft geduldet sind, aber gleichzeitig von Sozialtransfers leben müssen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Das war in der Vergangenheit ein fataler Fehler der unionsgeführten Bundesregierung. Damit räumen wir auf. Und angesichts des dramatischen Arbeitskräftemangels, auch gerade während der Corona-Krise, hat sich der noch einmal verschärft, machen wir an dieser Stelle einen ersten wichtigen Schritt. Das ist übrigens auch ein Schritt in Richtung der Zukunftssicherung unserer sozialen Sicherungssysteme. Und der Arbeitskräftemangel ist übrigens, das wird bisweilen vergessen, auch ein Inflationstreiber in Deutschland, die wir alle gemeinsam bekämpfen wollen. Es ist ein erster Schritt hin zu einem modernen Einwanderungsrecht. Da werden wir weitere Schritte natürlich machen und auf den Weg bringen. Ein modernes Einwanderungsrecht, auf das wir uns als Koalition verständigt haben. So viel von meiner Seite. Herr Dürr, vielen Dank. Sie haben ja mehr gefordert als nur den 15. April 2023, sondern Sie haben auf 24 abgezielt. Ist das Thema für Sie jetzt erledigt oder werden Sie weiter betonen, dass es auch sinnvoll sei, die AKW auch über den 15. April hinaus möglicherweise am Netz zu halten? Also dazu will ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, man muss sich in Erinnerung rufen, woher wir kommen. Als wir als FDP zum ersten Mal über eine Laufzeitverlängerung im Leistungsbetrieb, das ist wichtig, der Kernkraftwerke gesprochen haben, da war ja allgemeine Ablehnung noch innerhalb der Bundesregierung und der Koalitionspartner zu spüren. Dann gab es einen ersten vorsichtigen Schritt des Wirtschaftsministers im Rahmen der sogenannten Notreserve. Das war ja eine neue Idee des Wirtschaftsministers, dort Kraftwerke im Standby zu haben. Aus unserer Sicht, das haben wir damals gesagt, keine sehr kluge Option, weil es Kosten verursacht hätte für diese Kraftwerke, ohne dass sie Strom produzieren. Deswegen war uns der Leistungsbetrieb ganz besonders wichtig und bis zum Parteitag oder der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen war das ja nicht nur strittig, sondern man muss offen sagen, die Grünen haben ja auch einen anderen Beschluss an dieser Stelle gefasst und deswegen war es richtig, dass am gestrigen Tag der Bundeskanzler dazu eine Entscheidung als Bundeskanzler getroffen hat, die wir als Bundestag aus meiner Sicht übernehmen sollten. Und was den kommenden Winter betrifft, habe ich ja vorhin ausgeführt, dass insbesondere die Preisbremsen wirken müssen. Und da arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck daran, dass genau diese Preisbremsen kommen. Ich finde, dass die Gaspreiskommission einen sehr guten Vorschlag gemacht hat. Und die Strompreisbremse ist ja bereits im Koalitionsausschuss vereinbart worden. Wir müssen weiterhin
das nutzen, was wir in Deutschland haben, keine Frage. Also neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja im Brief des Bundeskanzlers auch vermerkt, dass wir beispielsweise im Gasbereich Dinge machen müssen, die H2-ready sind. Das heißt, wo wir in Zukunft auch Wasserstoff nutzen können. Also diese, ich sag mal, Reform, mindestens Reform der Energiewende wollen wir einleiten, damit Deutschland stabil und sicher mit Energie versorgt wird. Also die Entscheidung des Bundeskanzlers ist ja klar und wichtig ist uns, dass der Leistungsbetrieb bis ins kommende Jahr und über diesen Winter hinaus fortgesetzt wird. Herr Buchstaber. Herr Dürr, muss mich das stutzig machen, dass die Grünen so häufig über Reservebetrieb reden und Sie immer nur über Leistungsbetrieb. Steckt da ein mehr als nur semantischer Unterschied? Dahinter haben die Grünen was nicht verstanden. Das wäre der erste Punkt. Und haben Sie eine Zusage vom BMWK, dass die Papiere soweit fertig sein werden, dass das Ding diese Woche durchs Parlament gehen kann? Also der Bundeskanzler hat ja von der sogenannten Richtlinienkompetenz, ich bin kein Jurist, deswegen verliere ich mich da jetzt nicht in der Semantik, von der sogenannten Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und hat klar entschieden, zum einen, dass das Bundeskabinett das beschließen soll und hat ja Bundesminister beauftragt, das vorzulegen. Ich gehe davon aus, dass daran jetzt gearbeitet wird. Den genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht sagen, aber damit ist die politische Entscheidung ja für die Bundesregierung getroffen. Und was die Begriffe betrifft, Herr Buchsteiner, steht im Brief des Bundeskanzlers ja Leistungsbetrieb. Das Wort Reservebetrieb ist ein neues seit einigen Monaten und hieße, wenn man es interpretieren möchte, ich hätte mich jetzt gar nicht darauf versteifen will, aber es hieße ja, dass Kraftwerke unter Umständen nicht laufen, sondern ausschließlich in der Reserve wären. Das ist sicherlich nicht gemeint gewesen, aber am Ende des Tages sind mir Begrifflichkeiten ehrlicherweise egal. Ich habe mich jetzt auf das Wort Leistungsbetrieb konzentriert, weil es auch die Begrifflichkeit des Atomgesetzes ist. Ich wollte noch mal zu den Brennstäben fragen. Sie haben ja gefordert, ganz oft auch hier an dieser Stelle gefordert, dass neue Brennstäbe eingekauft werden. Jetzt hat der Bundeskanzler relativ deutlich gesagt, keine neuen Brennstäbe. Jetzt ist meine Frage, das AKW Emsland, was Sie angesprochen haben, soll ja nur noch Brennstäbe, Stabkapazität bis Februar, hatte ich jetzt zuletzt gehört, haben. Was bedeutet das für Ihre Forderung? Und werden Sie sich nochmal auf diese Forderung rückbesinnen oder ist das jetzt abgeräumt? Also was das Kernkraftwerk Emsland betrifft und meinem Kenntnisstand, aber ich bin kein Atomphysiker, das will ich als Disclaimer vorweg sagen, meinem Kenntnisstand ist es so, dass wahrscheinlich in allen drei Kernkraftwerken die Brennstäbe neu geordnet werden müssen. Ich sage das jetzt mal in einer untechnischen Sprache. Also ich gehe davon aus, dass man sozusagen dort an die Brennelemente rangehen wird, um eine längere Laufzeit zu ermöglichen, weil der Februar wäre ja zu kurz. Der Bundeskanzler hat ja von Mitte April, vom 15. April genauer gesagt, gesprochen. Und nochmal, es gilt das, was ich vorhin gesagt habe, ich begrüße die Entscheidung des Bundeskanzlers. Es ist die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Denn meine Sorge wäre gewesen, wenn jetzt Kernkraftwerke vom Netz gehen, dass sie dann auch im Februar oder im März nicht wieder hätten anfahren können. Ja, Herr Dürr, was geht denn der Bundesrepublik eigentlich dadurch verloren, dass man jetzt eben nicht bis 24 verlängert, wenn Sie das einmal ausführen könnten? Weil das war ja der ursprüngliche Wunsch auch der FDP und die Frage noch nach dem Koalitionsfrieden. Ist der jetzt wieder hergestellt oder ist das jetzt eine Art Waffenstillstand bis nächstes Frühjahr? Also es geht ja darum, nicht die richtige Entscheidung für Parteien zu treffen, sondern am Ende fürs Land. Und ich habe vorhin sehr konkret ausgeführt, meine Sorge für das Emsland war insbesondere die Netzstabilität im Norden, die nicht gewährleistet worden wäre. Und damit hätte ich im Winter nicht leben können, aus meiner Sicht, also politisch nicht leben können, weil es eine falsche Entscheidung für Deutschland gewesen wäre. Es gilt das, was ich vorhin gesagt habe, die Entscheidung des Bundeskanzlers halte ich ausdrücklich für richtig. Natürlich ist es so, dass Koalitionspartner in dieser Frage von unterschiedlichen Positionen kommen. Gleichzeitig will ich auf einen Punkt hinweisen, damit dann nicht ein falscher Eindruck entsteht. Weder die Grünen noch die SPD noch die Union noch die FDP hatte im Wahlprogramm bei der letzten Bundestagswahl vor einem Jahr eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken drin. Das ist nichts, was wir damals angestrebt haben, sondern es geht jetzt darum, eine akute Energiekrise zu bekämpfen. Und dazu ist der Vorschlag des Bundeskanzlers aus meiner Sicht sehr geeignet. Bundeskanzlers bezogen. Teilen Sie die Interpretation der Grünen, dass damit die Abschaltung der verbliebenen drei Kernkraftwerke endgültig zum 15.04. kommt? Oder sehen Sie eine Möglichkeit für eine potenzielle weitere Änderung des Atomgesetzes, die einen Weiterbetrieb über dieses Datum hinaus ermöglichen würde?
Also es geht aus meiner Sicht das, was der Bundeskanzler in dem Brief geschrieben hat. Und das ist eine Laufzeitverlängerung über diesen Winter hinaus im sogenannten Leistungsbetrieb. Wie gesagt, Terminus technicus aus dem Atomgesetz bis zum 15. April. Und das sollte genutzt werden. Deswegen sprach ich auch davon, da muss wahrscheinlich das ein oder andere neu sortiert werden. Meine Sprache bei den drei Kernkraftwerken. Und ich halte das ausdrücklich für richtig. Und wenn Sie darauf abziehen, auf die Frage, dass Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen haben, ja, das ist so in einer Koalition. Aber das Wichtige ist ja, dass man nicht irgendwelche roten Linien aufzeichnet, sondern dass man sich am Ende auf etwas politisch einigt, was gut für Deutschland ist. Und das ist diese Entscheidung der Bundesregierung, die der Bundeskanzler für die Bundesregierung getroffen hat. Was anderes, weil man könnte ja im Winter jetzt zum Schluss kommen, oho, wir haben die drei Kernkraftwerke durchgehend gebraucht, alleine um die Netzsicherheit, Netzstabilität zu gewährleisten oder auch eben um die Preise zu senken. Mhm. Und dann könnte man im Frühjahr auf die Idee kommen, dass im nächsten Winter 2023, 2024 die Versorgungslage beim Gas möglicherweise noch prekärer ist. Da gibt es ja viele Anzeichen dafür. Und man dann nochmal zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay, die endgültige Abschaltung ist im April 2023 genauso falsch und politisch nicht verantwortbar, wie sie zum 31.12.22 gewesen wäre. Also in Bezug auf die Netzstabilität sind wir alle in der Pflicht. Alle Parteien innerhalb der Koalition, aber auch die gesamte Bundesregierung, die muss natürlich auch danach gewährleistet sein, keine Frage. Und in Bezug auf die Preise habe ich deshalb ja vorhin gesagt, dass der Vorschlag der Gaspreiskommission einerseits und das, was wir uns bereits politisch verabredet haben, nämlich die Strompreisbremse, dass das zügig kommt, damit die Preise reduziert werden. Das ist ausdrücklich das Ziel. Und gleichzeitig hat ja der Bundeswirtschaftsminister angekündigt, an vielen anderen Optionen zu arbeiten. Also in Bezug auf Gas ganz konkret, weil das wäre ja die Mangellage, die Sie zu Recht besorgt, andere alternative Gaslieferungen, Stichwort LNG. Also ich bin sehr dafür, dass wir weiter daran arbeiten. Nein, ich bin nicht nur dafür, sondern wir werden weiter daran arbeiten, dass die Energiesicherheit in Deutschland gewährleistet wird, unabhängig von einem April und unabhängig von einem Oktober heute. Nächste Frage. Ja, ich würde noch mal die Frage von Herrn Bruchsteiner wiederholen. Wie wahrscheinlich ist es, dass in dieser Woche noch das Atomgesetz geändert wird im Bundestag? Also ich kann es Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Jetzt technisch gesprochen, es wäre ja ein Beschluss des Bundeskabinetts, was dann den Fraktionen, den Regierungsfraktionen übersandt würde. Das Bundeskabinett tagt morgen. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist der Bundestag ausreichend flexibel. Das haben wir bei Corona sehr, sehr oft bewiesen, auch sehr, sehr schnell zu entscheiden. Also Ziel ist ganz klar, dass Rechtssicherheit auch für die Betreiber herrscht, damit ein Betrieb jetzt schon geplant werden kann über den 31.12. hinaus. Und ich glaube, dafür ist das Schreiben des Bundeskanzlers sehr eindeutig. Aber klar, der Gesetzgeber muss schnell auch das dann ins Atomgesetz umsetzen. Können Sie denn ausschließen, dass Sie, die Freien Demokraten, diese Atomkraftwerksdebatte noch mal aufmachen? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage, Sie haben gerade gesagt, dass es wichtig ist, in Koalition keine roten Linien einzuzeichnen. Aber jetzt sehen wir doch gerade an diesem Streit, dass eben die roten Linien zwischen Ihnen und den Grünen so stark waren, dass der Bundeskanzler seine Richtlinienkompetenz anwenden müsste. Auch Sie als Partei, die das Parlament immer sehr stark betont haben in der Vergangenheit, wie finden Sie dieses Instrument denn? Es war aus Sicht des Bundeskanzlers zum jetzigen Zeitpunkt notwendig. Und insofern respektiere ich das. Und ich habe es ja in der Sache, auch in der Entscheidung vorhin begrüßt. Politisch gesprochen, die Grünen kommen natürlich aus der Anti-AKW-Bewegung. Deswegen habe ich im Grundsatz für die Haltung Verständnis. Und im Übrigen wird Deutschland nicht in die Kernspaltung wieder einsteigen, sondern es geht um eine akute Krisenbewältigung. Und ich erwähnte ja auch vorhin, dass auch im Parteiprogramm der FDP keine Laufzeitverlängerung stand, sondern es ist eine Reaktion auf die Krise. Deswegen lassen Sie es mich zusammenfassen. Ich verstehe die Nachfragen zu, welche Partei macht gerade wie was. Aber das Zentrale ist doch, machen wir das Richtige fürs Land. Und Netzstabilität, Versorgungssicherheit, das ist das, was uns leitet. Und aus meiner Sicht hat der Bundeskanzler genau das klargestellt. Und er hat ja noch andere Punkte angefügt. Und in Bezug auf die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität wird auch, und ich füge hinzu, wegen der Klimawirkung leider, die Kohleenergie eine Rolle spielen müssen. Auch das fällt allen drei Koalitionspartnern alles andere als leicht. Also auch nach dem April wird die Kohle eine Rolle spielen, eine verstärkte Rolle. Und weil das so ist, müssen wir ja über weitere Alternativen reden. In diesen Wochen wird in Brüssel, Frau Höhne, wenn ich das kurz ergänzen darf, weil Energiepolitik muss man immer zusammenhängend betrachten, wird in Brüssel beispielsweise über die Frage synthetischer Kraftstoffe gesprochen.
auf den ersten Blick mag das nichts miteinander zu tun haben. Das hat ganz viel miteinander zu tun, nämlich die Frage, ob wir in Zukunft unseren Verkehrssektor komplett auf Elektrizität umstellen, mit dem Ziel, dass Strom noch mehr gebraucht wird. Digitalisierung braucht auch zusätzlichen Strom. Oder ob wir weitere Energieressourcen heben. Und an dem Punkt ist eines wichtig, und das scheint mir in der Bundesregierung mittlerweile geeint zu sein. Auch Deutschland wird in Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein, aber die müssen wir diversifizieren. Es war ein krasser politischer Fehler, sich von einem Land abhängig zu machen, nämlich von Russland, was jetzt zum Aggressor geworden ist. Und diese Diversifizierung sollten wir weiter betreiben. Ein Grund, warum meine Partei jetzt ja auch in Brüssel sehr für die synthetischen Kraftstoffe wirkt, um genau diesen Druck auf den Stromsektor, ich beantworte es jetzt mal technisch, nicht so stark werden zu lassen. Vielen Dank. Ja, Christian Dürr war das, Fraktionschef der FDP im Bundestag. Noch einmal zu dem Streit, den der Kanzler gestern entschieden hat, beendet hat per Richtlinienkompetenz. Die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke werden bis zum 15. April 2023 in Betrieb bleiben. Gerd-Joachim von Fallor ist in Berlin vor Ort für uns. Dort sprechen heute die Fraktionen ab ca. 15 Uhr über dieses Thema. Wir haben gesehen, die FDP ist zufrieden mit der Entscheidung. Dabei bekommt sie im Grunde ja nur 3 Monate Laufzeit für das AKW Emsland und eigentlich nicht wie gefordert, dass alle 3 AKW bis zum Winter 24 weiterlaufen und auch neue Brennstäbe gekauft werden. Wie ordnen Sie diese demonstrierte Zufriedenheit ein? Ist das vielleicht auch so ein bisschen Übertreiben aus strategischen Gründen? Naja, zunächst muss man mal festhalten, dass es in der Sache natürlich eine Auseinandersetzung zwischen 3 Parteien in einer Ampelregierung ist, aber es ist nur deshalb eine Auseinandersetzung zwischen 3 Parteien, weil sie sich nicht einig waren. Als Bundesregierung sind diese 3 Parteien aufgerufen, eben Deutschland gut und sicher durch diesen und auch durch den nächsten Winter zu bringen, und da fangen die Differenzen an. Und die FDP kann insofern zufriedener sein, als es die Bündnisgrünen können, als dass die FDP einen Teil ihrer Forderung durch das Machtwort des Bundeskanzlers erfüllt sieht, nämlich 3 Kraftwerke laufen bis zum 15.04. Das war ja bekanntlich auf dem Parteitag der Grünen anders entschieden worden. Deswegen sind die Bündnisgrünen ziemlich sauer und schockiert. Die FDP in der Tat hat schon gestern, aber auch heute den Eindruck erweckt, als wenn man rundum zufrieden damit wäre. Allerdings, Sie haben es selber verfolgen können, die Versuche auch von dem einen oder anderen Journalisten der FDP jetzt zu insinuieren, es würde weitere Atomkraft gebraucht, auch für den kommenden Winter. Das ist ja die Position zum Beispiel der CDU-CSU. Die hat Christian Dürr ziemlich an sich abtropfen lassen. Er hat gesagt, das ist ein klares Wort des Kanzlers. Wir werden das jetzt so verabschieden. In diesem Brief steht ja auch noch mehr drin. Wir werden versuchen, an Alternativen weiterzubauen und wollen dann natürlich eine sichere Versorgung für den Winter 23/24. Und er hat auf nochmalige Nachfrage betont, es geht um die Netzstabilität und um die Energiesicherheit. Und in diesem Brief des Kanzlers steht ganz klar drin, 15. April. Also die FDP, der Treiber, dass die Atomenergie neu aufgemacht wird, dieses auch von den Grünen häufig bemühte Bild in diesen letzten Stunden, kann man zumindest, was den Fraktionschef angeht, hier nicht wiedergeben. Und man muss ja auch klar sagen, es geht nicht darum, ob die Atomkraft läuft oder nicht, sondern es geht um die Versorgungssicherheit und wie man die sicherstellt. Das ist ja auch der Auftrag einer Bundesregierung. Wir haben jetzt eben schon gesprochen über die FDP und auf die Reaktionen der Grünen. Die der Union, der Opposition, haben Sie kurz anklingen lassen. Heute kommen die Fraktionen zusammen. Was ist da zu erwarten, auch seitens der Opposition? Na, die Opposition hat sich gestern schon kurz geäußert. Sie ist von vorne bis hinten nicht zufrieden, weil eben genau diese Frage, woher soll eigentlich die Energie auch für die deutsche Wirtschaft kommen, nicht beantwortet ist. Weder für diesen Winter abschließend, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, daran bastelt diese Ampelregierung, die viel Zeit mit Streit und falschen Wegen, die Gasumlage nenne ich nur, verloren hat. Im europäischen Ausland, da ist fast jedes andere Land hat bereits diese
Bremsen, diese Erleichterungen für Betriebe und Menschen verabschiedet, nur wie hier in Deutschland, nicht? Also, das wird die Union sicherlich noch mal bemühen, hat sie gestern auch schon getan. Und die Union sagte, es geht hier nicht um die Frage, wie lange Atomkraftwerke laufen, sondern um die Frage, wie wir auch im nächsten Winter klarkommen. Es gab ja jetzt gerade gestern erst die Meldung, dass die Gasspeicher gar nicht wie ursprünglich gemeldet mit 95% schon gefüllt sind, sondern erst mit 85%. Da ist also noch ein bisschen Arbeit übrig. Da gab es über einen Übermittlungsfehler, auch sehr ärgerlich. Man muss dazu sagen, die deutschen Gasspeicher würden für 2 kalte Monate reichen. Das reicht natürlich überhaupt nicht. Der deutsche Bürger muss sparen, die Industrie auch. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und insofern argumentiert hier die Opposition und sagt, das Ergebnis von gestern ist eigentlich eine mittlere Katastrophe, weil wir den sicheren Energieträger Atomkraft ausschalten werden. Und keiner aus der Bundesregierung kann bisher beantworten, woher die Energie für die Energie, für die Wirtschaft und für die Menschen im kommenden Winter dann kommen soll. Und das muss beantwortet werden. Darauf drängt die Opposition. Die Gretchenfrage ist, wird sie einer Fristverkürzung zustimmen? Da war heute Morgen so ein bisschen die Tendenz, dass die Union zwar ein bisschen grummeln wird, aber notfalls einer Fristverkürzung des jetzt notwendigen Änderungen im Atomgesetz zustimmen könnte, noch in dieser Woche. Nun gibt es neue Überlegungen, offensichtlich bei den Bündnisgrünen, dass das gar nicht mehr nötig ist, weil offensichtlich der Atombetreiber in Süddeutschland sich damit einverstanden erklärt hat, bei ISA 2 offensichtlich die Leckage zu reparieren, auch ohne Gesetz. Man verlässt sich auf das Wort des Kanzlers und dadurch würde man wieder ein bisschen Zeit gewinnen. Und offensichtlich sind die Grünen auch ziemlich sauer und wollen jetzt in Ruhe in ihrer Fraktion beraten. Und es gab schon das Wort davon, dass eine Gesetzgebung dann auch im November stattfinden könnte. Herzlichen Dank, Gerd Joachim von Fallois, für diese Informationen von der Fraktionsebene. Die Fraktionen kommen heute um 15 Uhr zusammen, besprechen noch einmal die Entscheidung des Kanzlers zu den Laufzeiten der 3 verbleibenden AKWs bis Mitte April nächsten Jahres. Das war's von uns für den Moment. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, schon um 14 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Zugvögel. Wenn wir sie dahingleiten sehen, würden wir am liebsten mit ihnen fliegen. Tausende von Kilometern ziehen sie der Nahrung hinterher und den besten Chancen für ihren Nachwuchs. Mit Helikoptern und Highspeed-Kameras haben wir tapfere Vielflieger auf ihren Abenteuern begleitet. Zugvögel. Beide Folgen. Heute, 20.15 Uhr bei Phoenix. Ist die Welt noch zu retten? Hitze, Dürre, Stürme, Überschwemmungen, Brände. Der Klimakollaps scheint unausweichlich. Wie sieht sie aus, die Zukunft unseres Planeten? Ist globale Digitalisierung die Lösung oder Teil des Problems? Müssen wir ganze Weltregionen abschreiben? Hunger, Kriege, Terror, was tun für all die Menschen? Und die Kinder sollen es doch mal besser haben. Rettende Ideen sind gefragt und ein Verstehen, wie die Welt sich ändert. Phoenix öffnet den Blick für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, liefert Fakten und Hintergründe und zeigt mögliche Auswege auf. Weil uns unsere Erde alles ist, aber nicht egal.